3 weeks later. So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve? Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raikou? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mic out, closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzhev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Leute, ihr müsst schon zugehen, das sieht echt geil aus. Ryder, you landed safely, da? First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have questions. Okay, und es geht auch schon gleich wieder mit den Kämpfen weiter. The bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try. But it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Oh. Ah!
So, das war's mit dem. Und nach jedem kleinen Kampf gibt's eine Bewertung. Oder eine Zwischensequenz. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm-hmm. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Hiskel, let's get to work. Time to increase the peace. Right. So, da ist die Bewertung, von der ich sprach. Rank 10, naja, wir haben auch ein bisschen Schaden bekommen, weil ich zu dumm reingelaufen bin in einen Dacke. Und jetzt gehen wir weiter hier rein. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Keine Sorge. Die Kisten können wir übrigens mit Schnitzel auf schnitzeln. Und dann können wir hier hoch. Ja, die Zwischengespräche finde ich immer etwas langweilig, aber naja. Muss halt sein. Irgendwie. Gleich lernen wir noch ein cooles Feature. Genau, wenn wir nämlich einen Gegner sehen, können wir den so niederstrecken. Ziemlich nice. Und seine Energie klauen und damit uns voll aufladen. Das ist auch nice. Excellent, Raiden. Jo, das hat funktioniert. Warte mal, ist da nicht noch eine Kiste gewesen? Ne, war nicht. Okay. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Ah, some civilians are still in the city. That is not good. Ich versuche, die Zivilisten zu retten, ich kann aber nichts versprechen. Ist ja auch kein Schleichspiel. Hier kann ich auf jeden Fall runter. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just kill them? It'll be easier. As opposed to driving them all away. Nix wird hier gekillt. Huch! Nee. Ist der jetzt tot? Ach man, diese scheiß Zivilisten. Nein! Huch! Da schießt jemand mit einer Panzerfaust auf mich. Das finde ich nicht so gut.
Ich finde es auf jeden Fall diskutabel. Sagen wir es so. Es ist mindestens diskutabel, dass hier mit Panzerfäusten auf mich geschossen wird. Au. Also wirklich, mein Lieber. Und Dankeschön. So, gleich kommen aber die ersten richtig schwierigen Gegner. Und dafür muss ich nochmal hoch, um mir das Ganze etwas leichter zu machen. So, hier hoch. Zack, zack. Dann hier lang. Schön rennen. Eine Granate eingecatcht. So, hier rüber. Gab's hier noch was? Gab's hier? Nee, gab's keine Kiste. Dann gehen wir hier lang. Genau. Und hier kommt gleich der Dude. Und der ist für den Anfang ziemlich hart. Finde ich zumindest. Richtiger Pisser ist das. Ich wusste auch anfangs noch gar nicht, wie man blockt. Was die ganze Sache nicht leichter macht. Gegen die Dudes zu kämpfen. Zack, Herz rausreißen. Beziehungsweise Wirbelsäule ist, soll das sein. Wo ist er? Oh. Könnt ihr mal verschwinden hier? Er springt nur rum irgendwie. Genau, den muss man blocken hier. Und den verdammt nochmal auch. Sonst steckt man in argen Schwierigkeiten. Denn die Typen machen ganz gut Schaden. Danke. Da ist seine Wirbelsäule gewesen. Huch, was macht der denn da? Raiden, mach keinen Quatsch. Schnapp dir den Arm. Beziehungsweise die Wirbelsäule und zersmashe sie. Das hätten wir geschafft. Und von den Dudes kommen gleich mehrere auf einmal. Ich glaube 3 Stück. Und die sind schon ganz schön nervig. Wenn man nicht eine Waffe hat, mit der man sie abschießen kann. Da hinten ist schon der erste. Da schleichen wir uns jetzt einfach mal mehr oder weniger vorbei. Wir können uns hier den schnappen. Den können wir unauffällig töten. So, und dann können wir hier über die Brücke gehen. Da ist noch so ein Gerät. Ich beeile mich mal lieber etwas. Schnell, schnell, schnell. So. Jetzt können wir... Warte, wo war das? Nee, Select vielleicht? Nee, wo waren das? Nee. War das nicht Select? Nee, hier, da, genau. Sub, genau, jetzt können wir das ausrüsten. Können wir RB halten zum Equippen? Oh, aufpassen. Und mit RT können wir das Ganze usen. Was denn ungefähr so aussieht. Den haben wir getroffen, den Kollegen. Und... Oh, das Shit. Okay, wir haben beide gegen uns. Das ist nicht leicht. Aber wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Oh, man. Blocken. Guck mal, den einen haben wir schon hoch. Ja, okay, die Soldaten können wir einfach so zerschlitzen. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber fuck you, der anvisiert den Falschen. Aber egal. Den können wir jetzt schön kalt machen. Zack, Wirbelsäule nehmen. Beziehungsweise Energiequelle. Ich nenne es jetzt lieber Energiequelle, sonst klingt das ziemlich verwirrend. Autsch. So, Kollege. Okay, das war... Nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte, auf jeden Fall. Aber wenn man das Spiel auch nicht kennt, ist es natürlich etwas schwerer.